Internet. Wir sind bei The Witcher 2 und ich suche einen Briefkasten und ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier eigentlich tun soll. Bleib doch nicht stehen, Geralt. Geralt! Oh Gott! Patch! 1.1 ist zum Kotzen. Okay, hat vorher besser funktioniert. Ach, warum nehme ich das Ding auch? Never change a running system. So. So. Ich gehe einfach zu dem Typen, der mich immer bezahlt. Der muss doch... Sind ja schöne Verhältnisse hier. Die Götter mögen. Wo war der? Hier, oder? Was ist Neues, meine Liebe? Was macht der Haushalt? Klopf, klopf. Lass mich rein. Dum, 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 dum. Du siehst weiß aus um die Nase. Was? Shut up. Ist das... Ja, Gott sei Dank, es war richtig. Auf deinem Schreibtisch steht ein königlicher Postkasten. Ja, die königliche Post gehört zu meinen Obliegenheiten. Kann ich kurz reinsehen? Könnte ich mir den Inhalt ansehen? Kein Problem. Viel Spaß bei der Lektüre. Adieu. Haha. Wozu? Wirf den Bericht in den Briefkasten. Okay. Was muss ich denn jetzt machen? Brief einstecken. Mit Schlüssel geöffnet. Aha. Neue Suche. Ne? Und weiter Strom aufwärts. Okay. Habe ich das jetzt alles gemacht? Lass mich doch in Ruhe, warte kurz. Auf solche eine Station finden konnten. Hm? Aha. Okay. Questgegenstände? Ist das unter Okay. Da ist nur ein Brief drinnen, oder was? Ah! Oh. Lies alle anderen Briefe. Da war ein Brief. Was habe ich? Was habe ich übersehen? Auf deinem Schreibtisch. Ja, die königliche. Ich hätte noch eine Frage. Leb wohl. Adieu. Habe ich das jetzt. Habe ich es richtig gemacht, alles? Oh Gott, geh mal aus dem Weg! J. Der Fluss der Geheimnisse. Lass mich runter scrollen im Briefkasten. Fand gerade einen Brief an die Beamten in der Hauptstadt. Mhm. Okay. Zu verhöhnen. Okay. Vor allem aber warf unser Held das Logbuch des Kapitäns der Petersilie ein. So viel sei verraten, es erreichte sein Ziel und löste einen Riesensturm aus. Davon ein andermal mehr. Gott! Gott! Die Quest geht woanders weiter. Mach's gut, tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Was gibt es Neues, meine Liebe? Was macht der Haushalt? Tagsüber plärren die Belgier. Die du in den Kasten finden? Ich, also... Markierung? No. Du bist so jung und naiv. Binnen eines Jahres kommst du heulend zurück. Oh, schon wieder lag. Nein, okay. Das wollte ich ja gar nicht. Escape. Meine Güte, ich kann mich überhaupt nicht mehr aus. Ich bin total besoffen. Was habe ich doch? Konfrontation mit dem Kairan. Okay, was willst du jetzt noch von mir? Okay. Abendkleidung, okay, wenn ich schon hier bin, mache ich das, den Mist hier. Es stimmt also. Lasst mich mal vor euch meditieren. Dankeschön. Aber stört mich jetzt bitte nicht. Zeit abwarten. Nacht.
So. Das glaube ich nicht. Vernon Roche ist doch gerade selbst mit einem Hexer eingetroffen. Was? Wo lebt ihr denn? Seid nicht auf dem neuesten Stand, ihr Idioten. Okay. Lasst mich zurück zu... lasst mich nicht zurück. Lasst mich... Oh Gott, schon wieder ein Betrunkener hier. Wohin? Ach, da ist ja jetzt eine Markierung. Okay. Verzeihung, YouTube, ich... Gott! Im Himmel. So. Und brennt ja noch Licht? Gibt's ja keine Nachtruhe. Oh, oh, hier. Nein, falsch. Hier hinten. Nicht ins Viertel der Anderlinge. Ich will zu dem... Hier. Hier möchte ich hin. Hey Jungs, wie geht's? Was ist? Der Kommandant will mich sprechen. Waffe hier lassen und reingehen. Pass bloß gut auf sie auf. Sie ist sehr wertvoll. Das meine ich auch. Warte, Wolf. Ich habe auch mit dem Kommandanten zu reden. Wird's heute noch was? Hör mal, du. Ich bin Offizier. Du ein gewöhnlicher Gemeiner. Wenn ich will, dass du... Roche, komm schon. Loading Screen. Mit der Truppe kann Loredo die Anlegestelle gegen keinen besoffenen Holzfäller halten. Von Jorvet gar nicht zu... Die Balliste. Reden. Dieser Sack hat die Balliste. Weißt du, was für eine Waffe das ist? Mhm. Rahmen mit federnden Eisenplatten. Rosshaarsehne. Das Ding kann schwere Bolzen 1000 Schritt weit schleudern. Man kann sie zweimal pro Minute abfeuern, aber nicht zweimal dieselbe Stelle treffen. Wegen des Rückstoßes, habe ich gehört. Du kennst dich aus? Ah. Ich kannte jemanden, der Bescheid wusste. Wie dem auch sei, ich muss sie unschädlich machen. Sonst sind wir Loredo ausgeliefert. Die sind alle sturzbesoffen. Ich provoziere die Wache. Langsam, Roche. Nicht gleich die nächste Keilerei. Solange die Balliste ballern kann, segelt keiner ohne Loredos Erlaubnis den Ponta entlang. Ich kümmere mich drum. Du geh was trinken. Vorsicht. Dass die alle noch im Gespräch mit mir so seltsam drauf sind. Es geht doch nicht zu was. Es geht, Lady. Soll die Leute vor den Eichhörnchen schützen. Ich nehm Spaß nicht am Feuer mit Schnaps. Wer bist du? Bauern, ach so. In Uniformen gesteckt haben. Ihr habt doch nichts dagegen. Danke. Was? Stimmt. Du, danke. Hierher. Der Onkel will dir ein Märchen erzählen. Haha, dass du gut im Bett bist? Okay. Was geht mit dir? Was willst denn du, Scheusal? Hey, hey, hey. Ich würde gern einen Kameraden überraschen. Dieses Häuflein Elend an der Balliste. Haha. Letztens wollte das so ein Holzkopf, das ich im Verse zitiere. Ich mag solche Extravaginanzen nicht. Ich dachte an was Traditionelleres. Und das wäre? Deine Spezialität. In Ordnung. Ich habe einen festen Honorarsatz. Aber nicht bei der Balliste. Wenn du mir so blöd kommst, zahlst du auch mehr. Wie? Extra Wünsche, extra Mücken. So läuft's. Oh Gott. Wegen. Kann ich dich nicht doch überreden? Gefallen gegen Gefallen. Ich bin geizig. Es gibt was, das du für mich tun könntest. Was denn? Miron und Alphons, zwei Schergen von Loredo. Wenn du denen in die Ärsche trittst, revanchiere ich mich mündlich. Ich habe schon bei der Hinrichtung für ziemlichen Wirbel gesorgt. Kein Theater nötig. Es langt, wenn du sie irgendwie demütigst. Gut, mal sehen. Miron und Alphons. Haben die gekriegt, was sie verdienen? Noch Moment. Nicht. Ja, warte, warte. Leb wohl. Im Armdrück. Wer ist das von euch? Hier? Hier? Was gibt's denn? Wer bist du? Armdrücken, ich komm. Ich will mich mit dir im Armdrücken messen. Und, was hab ich davon? Eine Demütigung. Ich mach dich rund. Und wenn ich dich rund mache? Dann kannst du damit prahlen, dass du den Hexer besiegt hast. Du bist dieser Geralt? Der graue Wolf? Mhm. Gut, legen wir los. So habe ich mich schon lange nicht mehr amüsiert. Kein Problem, ich brauche nur mit der Maustaste hier. Vorsicht, Vorsicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nope. Der Allerhafenhuren, der alte Hase hat mich besiegt. Ich brauche eine Stärkung, wenn wir es futtern. Haha. Alphons, Gott. Gott, Gott. Doch nicht zu überspannen.
Wo ist der andere? Schon gehört, dass uns da zwei dicke Fische beehren. Ich mag Mutanten nicht. Gut, lass uns ich armdrücken. Ich mag Muskeltrottel nicht. Was willst du, Mutant? Armdrücken. Armdrücken will ich. Ich hasse Mutanten. Komm, ich zermalm dich. Wir werden sehen. Mit Schnaps und jemandem zum Durchficken. Und los geht's. Kein Problem, ich hab dich auf der... Komm schon. Beschissene Mutanten wie dich kann ich einfach nicht leiden. Ich weiß. Margarita! Besiegt. Miron und Alfons. Haben die gekriegt, was sie verdienen? Jop. Klar. Schön. Werde ich mal sehen, was ich für den Guten tun kann. Ich nehme Spaß am Feuer mit Schnaps. Warte. F5. Haha, speichern. Und jemandem zum Durchficken. Wie gut, dass der Kommandant für alles gesorgt hat. Was muss ich jetzt tun? Macht die Wurfmaschine unschädlich. Kein Problem. Huch. Hoffentlich kann der Onkel sich das auch leisten. Mein Ohr gibt's erst ab 10 Uhr. Deine Kameraden amüsieren sich prächtig. Soll's dir schlechter gehen? Nee, gehen wir. Gut. Es geht doch nichts über Spaß herum. Durchsuchen. Nehme ich. Spiel gespeichert. Okay, gut. Jetzt. Und jetzt. Und jetzt? Ah, abgeschlossen. Gut. Du, Kleine. Hierher. Und jetzt? Der Onkel will dir ein Märchen erzählen. Wo ist Vernon? Hoffentlich kann da der hinten. Onkel sich das auch leisten. Steht wieder im Abseits, der Typ. Die Balliste ist erledigt. Wunderbar. Auf zu Loredo. Die Balliste ist erledigt. Loredo ist mit dieser Hexe Sheila zugange. Komm später wieder. Geralt, komm runter. Wir müssen reden. Und wieder runter. Was möchtest du mit mir reden? Stehst du auf Sheila? Hey, bleib hier. Ja? Du wolltest reden. Warten wir, bis die gnädige Frau mit dem gnädigen Armleuchter fertig ist? Wäre doch schade um die Zeit. Offenbar haben sich sämtliche Wachen Flotsams hier versammelt. Gucken wir uns lieber um so lange. Ist dir der Schütze hinterm Haus aufgefallen? Nee. Ich lenke ihn ab. Versuch du es zur Rückseite der Residenz zu schaffen. Wollen doch mal sehen, was die so bewachen. Verzeiht ihr Herren, zufällig habe ich euer Gespräch mitbekommen. Worum geht's? Eigentlich habe ich ein Anliegen an den Hexer. Ich habe euch einen Vorschlag zu machen. Was denn? Ein Vorschlag? Erzähl. Vermutlich bist du nicht zu deinem Vergnügen hier. Da vermutest du richtig. Hast du schon vom Ungeheuer im Fluss gehört? Aber geh. Möglich? Mir ist da was zu Ohren gekommen. Früher oder später wirst du gewiss den Auftrag bekommen, es zu töten. Man darf weiterhin annehmen, dass... Genug Annahmen und Mutmaßungen. Spuck aus, worum es dir geht. Unser braver Hausherr besitzt einen Teil der Falle, die man speziell für diese Bestie vorbereitet hat. Bin ganz Ohr. Hinterm Haus hortet Loredo allerlei Schätze, die er Kaufleuten und Reisenden abgeknüpft hat. Leider ist es sehr viel Kram. Sicher weißt du, wo genau ich suchen muss. Ja. Die Soldaten des Kommandanten haben die Kiste mit dem Gerät in den Garten geschleppt und auf einer Plattform direkt an der Mauer zum Handwerkerviertel abgestellt. Warum erzählst du mir das? Weil wir das Untier loswerden müssen, so schnell es geht. Viel Erfolg. Gut, ich kümmere mich um die Wache. Du schleichst dich vorbei. Mhm. Such in deinem Anwesen nach dem Teil der Falle. 5 speichern! Halleluja und danke fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Part. Richard 2, macht's gut. Tschüss.